Vor Schloss Hyrule gibt es einen Spähposten, der von Pura geleitet wird. Das schauen wir uns heute mal genauer an. Von den Möwendorf-Ruinen geht es jetzt in Zelda Tears of the Kingdom mit einem Pferd, das wir im letzten Part gefangen haben, weiter Richtung Zielort. Und dieser Zielort liegt vor Schloss Hyrule und ist eine neue Siedlung oder sowas? Was genau geht hier ab? Und was ist da schon wieder vom Himmel geflogen? Ja, es scheint wirklich eine Siedlung zu sein. Vielleicht von den Geflohenen aus Hyrule-Stadt? Link? Ihr seid es doch, Link! Wo wart ihr die ganze Zeit? Endlich mal jemand, der mich erkennt. Kaum brecht ihr mit Prinzessin Zelda zu Nachforschungen im Untergrund auf, hebt auf einmal das Schloss ab. Ihr könnt euch vorstellen, was für Sorgen sich alle gemacht haben. Besonders Pura hat sich kaum ausgeruht oder gar geschlafen, weil sie versucht hat, euch beide wiederzufinden. Direktorin Pura sollte sich in dem großen Haus da hinten befinden. Bitte geht schnell zu ihr, damit sie weiß, dass es euch gut geht. Okay. Der Spähposten. Wow, das ist ja voll nice. Ich werde mit denen allen noch sprechen, aber ich glaube, das Sinnvollste ist, als erstes zu Pura zu gehen, damit sie mir mal erklärt, was hier eigentlich abgeht. Aber ja, ich schätze mal, die haben sich hier alle versammelt. Ey, da ist ja auch Rubelo! Guten Morgen! Was für ein wundervoller Morgen, oder? Hey, hey, du! Wo hast du nur gesteckt, hä? Rubelo, leitender Pura-Pet-Entwickler. Nein, warte! Erzähl mir am besten später alles. Erst einmal solltest du schleunigst zu Pura gehen und mit ihr sprechen. Seitdem ihr beide verschwunden seid, ist sie richtig mies gelaunt vor lauter Kummer. Sie sollte im ersten Stock sein. Sei so gut und geh zu ihr, damit sie sich endlich keine Sorgen mehr machen muss. Okay, okay. Haben die da auch einen eigenen Shop? Ach nee, sah aber gerade so aus. Naja, kommt vielleicht noch. Ich meine, die müssen sich ja auch irgendwie versorgen hier. Moment, ist das... Nee. Ich hatte an jemand anderen gedacht. Goldenes Haar und blaue Augen. Direktorin Pura! Der Herr Ritter ist zurückgekehrt! Hi. Das ist ja... Wo kommst du auf einmal her? Stopp! Du bist kein Gespenst, oder? Ui. Der Arm sieht ja wild aus. Ja, moin. Eins steht schon mal fest. Wir haben reichlich zu bereden. Pura, Direktorin des Spähpostens. Da habt ihr es gehört, mein Arm ist wild. Und nicht nur mein Arm, das kann ich garantieren. Du und Prinzessin Zelda, ihr wolltet also die Geheimnisse von Schloss Hyrule erkunden, ja? Und im Untergrund seid ihr auf eine Mumie gestoßen, welche vor euren Augen zu neuem Leben erwachte. Dann ist Prinzessin Zelda in die Tiefe gestürzt und verschwunden. Das muss der Zeitpunkt gewesen sein, als das Schloss plötzlich hochschwebte und gleichzeitig all die Ruinen herabfielen. Du bist auf einer Insel im Himmel erwacht. Der Arm, der die Mumie niederhielt, muss dich also irgendwie gerettet haben. Und dann hat dir ein fremdes Wesen das Pura-Pet überreicht. Auch soll der rechte Arm vorher jemandem namens Rauru gehört haben? Aber das Master-Schwert ist weg. Da
kann man von Glück reden, dass dich Prinzessin Zeldas Stimme schließlich zu uns geführt hat. Es ist unglaublich. Was? Wie um alles in der Welt hast du den Sturz von dort oben heil überstanden? Ja, das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Rauru, soweit ich weiß, sie ist doch der erste König Hyrules, von dem die Legenden berichten, so, nicht wahr? Ist das schon bekannt? Mir war es nicht bekannt. Klar, der Rauru aus OOT war so gefühlt der Anführer der Sieben Weisen und ich glaube, er hat auch die Zitadelle der Zeit errichtet. Aber der erste König? Darüber gab es eigentlich immer reichlich Gerüchte. Ich glaube, das war nie confirmed, dass es Rauru ist. Das ergibt alles so überhaupt gar keinen Sinn. Nur eines kann ich mit Sicherheit sagen. Die Mumie, die du im Untergrund gesehen hast, steht gewiss mit dem Kataklysmus in Verbindung. Und was den Zustand des Schlosses und die vom Himmel herabregnenden Ruinen betrifft, es würde mich doch sehr verwundern, wenn hierfür nicht auch der Kataklysmus verantwortlich wäre. Was mich jedoch am meisten fasziniert, ist die Tatsache, dass du die Stimme der Prinzessin gehört haben willst. Bitte finde mich, das waren doch ihre Worte, richtig? Wenn das stimmt, dann ist die Prinzessin also noch am Leben. Na, Gott sei Dank. Vielleicht konnte ich sie unter Schloss Hyrule Schutz finden und ruf dich nun von dort aus zu Hilfe. Es ist mir etwas unangenehm, dich direkt nach deiner Rückkehr um einen Gefallen zu bitten, Link, aber meldest du dich bitte beim Suchtrupp, der unter dem schwebenden Schloss Hyrule Ausschau nach euch beiden hält? Der Name des Truppenführers lautet Holm. Bitte hilf ihm dabei, die Prinzessin so schnell wie möglich zu finden. Die Mumie, die dir so übel mitgespielt hat, befindet sich vielleicht noch immer in der Nähe. Aber die Zeit drängt und uns bleibt keine andere Wahl. Ich zähle auf dich, Link. Oh. Das ist ja cool. Ich wusste noch gar nicht, dass es da so eine Charakterübersicht gibt. Hurra! Beste und bekannteste Forscherin auf dem Gebiet antiker Technologien im ganzen Land. Einst im Dienste des Königshauses erforschte sie später mit Prinzessin Zelda die Sonau-Kultur und das Miasma, das urplötzlich in Schloss Hyrule erschienen war. Ihr zartes Alter von mehr als 100 Jahren sieht man ihr nicht an, da sie an sich selbst Versuche zur Altersumkehr vorgenommen hatte. Zeitweise wirkte sie sogar noch jugendlicher als jetzt. Ja, das stimmt, in Breath of the Wild. Aber dann sind schon einige Jahre vergangen zwischen den beiden Spielen, oder? Ich würde ganz gerne noch die anderen Einträge sehen. Weil das ist ja voll cool. Auch schöne Bilder. Zelda, Prinzessin des Königreichs Hyrule, das vor 100 Jahren dem Ruin anheimfiel. Besitzt Versiegelungskräfte, die in ihrer Familie über Generationen vererbt wurden und gab sich einst hin, um die Verheerung Ganon zu versiegeln, die zuvor Hyrules Untergang herbeigeführt hatte. Seitdem Link sie von dieser Pflicht erlöst hat, hat sie sich dem Wiederaufbau Hyrules verschrieben, ist jedoch nun spurlos verschwunden. Also doch keine Jahre, weil bei BOTW spielt es ja 100 Jahre danach, also wenn Link aufwacht. Es müsste also immer noch dasselbe Jahr sein. Weird. Robelo. Purapet-Experte, dessen Exzentrik nur noch von seiner maschinenbauerischen Fachkenntnis übertroffen wird. Im Akala-Institut setzte Robelo seine Forschung ein, um Link zu unterstützen. Anschließend half er Pura im Hateno-Institut bei der Entwicklung des Purapets. Da das Purapet zum größten Teil auf seinen Forschungen beruht, ist Robelo jedoch recht ungehalten darüber, dass es nun den Namen seiner Kollegin trägt. Ja, das kann ich gut verstehen, ey. Rauru. Erhaben, enigmatisch und eigenen Worten zufolge einstiger Besitzer von Links wunderlichem neuen Arm, trägt denselben Namen wie der Gründerkönig Hyrules. Angeblich hatte Zelda ihm bereits von Link erzählt, doch bevor Link mehr von der mysteriösen Gestalt erfahren konnte, war sie auch schon verschwunden. Schade, Mann. Aber ja, krasse Info. Für mich war sie neu jedenfalls.
Eieiei, arme Prinzessin Zelda. Sie ist ganz allein irgendwo unter Schloss Hyrule, also genau da, wo auch diese gruselige Mumie war. Ich an ihrer Stelle würde in Ohnmacht, Schockstarre und Scheintod gleichzeitig fallen. Bitte, Herr Link, rette unsere liebe Prinzessin Zelda. Ja, das Ding ist, ich bin mir relativ sicher, dass sie eben nicht mehr dort ist, sondern irgendwo wegteleportiert wurde. Das würde ja auch zu den Sequenzen passen, die wir gesehen haben. Allerdings, die Blutmond-Sequenz macht mir schon etwas Angst. Da stimmte jedenfalls etwas nicht mit ihr, oder sie wurde kontrolliert. Ganz, ganz seltsam. So, und das hier ist jetzt Puras neues Labor, wenn man so will. Auch wenn sie andere Aufgaben verfolgt, denke ich mal. Oh, es gibt auch wieder ein Tagebuch. Eigentlich dreist, sowas zu lesen, aber okay, machen wir mal. Es wurde eine Treppe entdeckt, die in tiefe Gewölbe unter Schloss Hyrule führt. Nicht einmal Prinzessin Zelda wusste davon. Die Existenz dieser Gewölbe scheint demnach selbst in der Königsfamilie in Vergessenheit geraten zu sein. Allerdings lässt sich dort Miasma feststellen, weshalb eine Untersuchung angebracht schien. Ich habe Prinzessin Zelda und Link dafür bestimmt, den Untergrund zu erkunden. Genau genommen hatte Prinzessin Zelda sich bereits freiwillig dafür bereit erklärt, bevor ich sie bestimmen konnte. Ich weiß zwar, dass niemand sonst für diese Aufgabe qualifiziert ist, aber ein ungutes Gefühl habe ich dabei dennoch. Ich habe mein Tagebuch nun in 4 Bände aufgeteilt, sodass sich durch Finden eines Bandes nur ein Viertel davon offenbart. Ich bin schon ziemlich genial. Den ersten Band werde ich Impa geben. Apropos Impa. Schon seit ich sie kenne, hat sie die Angewohnheit, wichtige Dinge unter anderen Dingen zu verstecken. Einmal versteckte sie ein Hefebrötchen unter einem Kissen und plättete es dann, als sie sich gedankenverloren draufsetzte. Tagebücher sind bereits platt, aber sie sind meiner Meinung nach zu wichtig, als dass sie unter ein Kissen gehören. Da ist jemand schlau unterwegs. Okay, 4 Bände, die müssen wir alle finden. Aber jetzt haben wir zumindest schon mal erfahren, wie Link und Zelda überhaupt auf die Idee kamen, da runter zu spazieren. Studien zum Kataklysmus. An diesem Tage bebte das Land und vermeintlich bodenlos tiefe Abgründe taten sich auf. Am Himmel begann es zu rumoren, woraufhin schwebende Inseln erschienen, die seither Teile von Ruinen herabregnen. Zu allem Übermaß jedoch erhob sich auch noch Schloss Hyrule in die Luft und stellte unser aller Weltbild auf den Kopf. All diese Geschehnisse scheint nur ein Begriff wahrhaft treffend zu beschreiben. Kataklysmus. Den Abgründen entsprang eine übel anmutende Materie, die alles zerfrisst, was mit ihr in Berührung kommt. Jeglicher Kontakt führt dazu, dass der Betroffene von unheimlichen Leiden befallen wird. Als wäre dies nicht schrecklich genug, umschließt diese furchtbare Substanz all unsere Waffen und zerfrisst auch diese. Wir nennen sie Miasma. Mangels weiterer Erkenntnisse entschieden wir, die Inseln im Himmel fortan als Himmelsinseln zu bezeichnen. Es ist nur ein Verdacht, aber anhand der herabfallenden Ruinen vermute ich, dass sie der Sonau-Zivilisation entstammen. Von jenen Sonau weiß man sehr wenig, es heißt jedoch, dass sie einst den Himmel bevölkerten. Trotz der offensichtlichen Gefahr, die der Kataklysmus für Hyrule darstellt, kann ich mich eines Gedankens nicht entwehren. Die derzeitige Situation könnte durchaus Anlass für eine gründliche Auseinandersetzung mit unserer Geschichte sein. Meinem Impuls folgend leitete ich sofort die Erforschung herabgestürzter Ruinen und der Himmelsinseln in die Wege. Erste Anhaltspunkte lieferte ein Bericht der Dorfvorsteherin Kakarikos über dort gefundene Ruinen mit Textfragmenten. Ich wies die Sonau-Forschungsgruppe an, in jenem Dorf in Nekluda südöstlich des Spähpostens Quartier zu beziehen. Da ich selbst im Spähposten unabkömmlich bin, kann ich die gewaltigen Ruinen Kakarikos nur von hier aus betrachten. Währenddessen steigt aus dem Krater, den Schloss Hyrule hinterließ, unablässig Miasma empor. Dieser Umstand erschwert unsere Arbeit erheblich, sodass Prinzessin Zeldas und Links Verbleib weiterhin ungewiss ist. Kurz nach dem Aufbruch der beiden zu ihrer Expedition unter das Schloss suchte uns der Kataklysmus heim. Ob zwischen beiden Ereignissen womöglich eine Verbindung besteht? Ja, ziemlich sicher. Das sind erstmal alle Infos, aber wirklich sehr interessant. Ich denke, wir sollten uns hier noch weiter umschauen.
Vielleicht gibt es auch schon erste Quests. Also Nebenquests, meine ich. Moment, man kann auch hier rauf. Was ist das da für ein seltsamer Tempel? Ich glaube, das ist ein Ruinenteil, das von den Wolkeninseln runtergefallen ist. Sollten wir uns dann auch mal anschauen. Ah, das Teil hat sie aus Hateno mitgebracht. Stimmt, was ist eigentlich mit den Wächtern? Die gibt's gar nicht mehr, oder? Hätte ja sein können, dass noch ein paar übrig sind und Ganondorf die jetzt kontrolliert, so wie er es in seiner Ganon-Form auch getan hat, mehr oder weniger. Ah, und hier können wir das Schloss sehen. Ziemlich weit oben. Ich frage mich, hat Nintendo sich dazu entschlossen, die Speedrunner zu canceln? Oder warum hat man das Schloss dann nach oben verfrachtet? Ich glaube, sie wollen nicht, dass man das Spiel so schnell durchspielen kann. Also bei BOTW wurde das ja extra noch beworben, aber ich glaube, sie haben nicht damit gerechnet, dass es wirklich Leute gibt, die es so schnell schaffen und quasi das ganze Game skippen. Im Nachhinein, meine ich, haben sie es ein bisschen bereut. Vor allem, weil der Endkampf halt auch echt lame war. Also so schwer ist er nicht. Man muss halt durchs Schloss kommen, das ist ein bisschen tricky, ja. Aber den Ganon-Fight, den kriegt man eigentlich ganz easy hin, behaupte ich jetzt mal. Ich hoffe sehr, dass der Endboss dieses Spiels hier deutlich besser wird. Okay. Ja, aber man hat ja auch generell das Gefühl, dass sie sich ganz genau angeguckt haben. Was hat gut funktioniert? Was können wir noch verbessern? Bisher alles gut. Link, du bist zurück. Deshalb war es also da unten so laut, dass du aus dem schwebenden Schloss entkommen konntest. Wobei, etwas anderes ist von Prinzessin Zeldas auserwähltem Held wohl kaum zu erwarten. Da fällt mir ein, ich sollte Prinzessin Zelda aufsuchen und sie wieder willkommen heißen. Naja, das wird schwer. Oh, ich verstehe. Aber nun ja, irgendwie. Du kannst ja an sie denken. Insofern das keine Grenzen überschreitet. Meint ihr, es gibt hier auch einen Krog? Da vorne wären auf jeden Fall noch Pferde, aber wir haben ja schon eins. Ist aber schon mal gut, dass man die Pferde nicht übersehen kann. Ja, und ich finde, das ist ein echt schöner Spähposten, der bestimmt in der Story noch das ein oder andere Mal wichtig wird. Also ich glaube jetzt nicht, dass wir hier nur einmal reinspazieren und das war's dann. Das Ganze wird deutlich wichtiger, als es jetzt den Anschein hat. Ah, hier gibt's doch einen Markt. Sogar Kleidung? Okay, Guys, wir müssen uns unbedingt die Heiliger-Kapuze holen. Vor allem, die hat gleich mal 3 Verteidigungen. Oh, ich glaube, sie hat gerade darüber gesprochen, dass sie aus Hateno stammt. Das habe ich jetzt weggeskippt, weil ich nicht erwartet habe, dass sie mir noch eine Lebensgeschichte erzählt. Aber sie sagte halt, das hat sie aus ihrem Heimatdorf mitgebracht. Also ich gehe mal davon aus. Ihr könnt den Text ja zurückskippen, wenn ihr wollt. So, damit haben wir auch tatsächlich schon instant das erste komplette Set. Yay. Verteidigung 9, nicht schlecht. Ich verdiene mir hier im Moment Geld, weil ich glaube, dass ich eines Tages in mein Heimatdorf zurückkehren kann. Mein Heimatdorf heißt Angelstädt. Ah, da kommt sie her. Okay, auch cool. Es liegt so weit im Süden des Landes, dass es auch das Dorf an der südlichsten Spitze genannt wird. Aber dann tauchen plötzlich Piraten auf. Mir gehörte der Krämerladen dort, aber ich konnte mir nur noch meine Waren schnappen und dann rannte ich los. Ich möchte wirklich gerne wissen, wie es dem Dorf ergangen ist. Aber ich glaube fest daran, dass ich eines Tages in meine Heimat zurückkehren kann, also muss ich jetzt Handel treiben. Bitte such dir aus, was du haben möchtest und sprich dann mit mir. Piraten? Voll die Wind Waker-Referenz. Voll Bock drauf, da runterzugehen und die alle auszulöschen. Ich wollte doch nur ein bisschen Geld ansparen. Ich dachte nicht, dass dann plötzlich alles ausverkauft sein würde. Ich hätte einfach meinen Stolz herunterschlucken und das Erz verkaufen sollen. Oh, sorry. Ich weiß ja nicht, vielleicht kann sie das nochmal neu nähen. Aber wir brauchen die Rüstung halt einfach mehr als er. Oh. Tut mir leid, aber ich habe gerade so viel zu tun. Hä? Link! Du ahnst ja nicht, wie erleichtert ich bin. Ich habe mir solche Sorgen gemacht.
Wo bist denn du bloß gewesen? Tut mir leid, wenn ich alles etwas zu dramatisch sehe. Du möchtest zuerst zu Pura, oder? Oh. Im Moment überlege ich gerade, wie man am Spähposten eine Pferdestation bauen könnte. Live, der sich mit Pferden auskennt, ist auch hier und das wäre praktisch, wenn er sich um die Pferde hier kümmern könnte. Der Bau der Station wird wohl einige Zeit in Anspruch nehmen. Oh. Aber schau doch mal vorbei, wenn alles fertig ist. Ah, siehste? Habe ich doch gewusst. Und kann es sein, dass hier ein versteckter Brunnen ist? Hier ist garantiert irgendwas. Bitte nicht anfassen. Der Brunnen wird gerade noch gebaut. Ich kann nicht riskieren, dass du dich verletzt oder gar hineinfällst. Ach komm, ernsthaft? Okay, das behalten wir aber im Auge. Gut, Brunnen werden so oder so auf der Karte markiert, aber ich mache da jetzt trotzdem mal noch ein Icon hin. Damit wir auch wissen, wir waren da noch nicht unten. Diese ballonartigen Teile, die vom Himmel gefallen sind, werden also als Sonaubauteile bezeichnet. Allzu viel ist über Sonaubauteile noch immer nicht bekannt, aber für Pura ist das anscheinend kein Hindernis. Meine Chefin ist nicht nur der schlauste Kopf von Hyrule, sondern auch als Konstrukteur ein Genie, wie dieses Vehikel deutlich zeigt. Kann es sein, dass das später ein Heißluftballon wird? Ja, Mann, oder? Bauen kann ich ihn aber nicht. Okay, ich vertraue mal auf Robelo und sein Team. Warte, ich kann das nehmen? Halt! Was machst du denn da? Okay, war klar. Das sind Joshas Werkzeuge für die Erforschung der Abgründe. Die darfst du ohne Erlaubnis nicht anfassen. Sonst bekommst du riesigen Ärger. Ja, ja, okay, okay, sorry. Ist ein Missverständnis. Irrlichter. Und noch ein Buch. Ach so. Hier wird nur das Burapad erklärt. Da denke ich, brauchen wir keine zusätzlichen Infos. Das check ich schon alleine. Tut mir leid, ich bin gerade beim Schwertkampftraining. Wir müssen uns also so unterhalten, in Ordnung. Man weiß nie, wann Monster angreifen. Darum muss ich weiter an meiner Schwertkampftechnik feilen. Mit jedem Schwert kämpft es sich anders. Es ist also eine gute Idee, verschiedene Schwerter auszuprobieren. Wenn du ihre Eigenheiten kennst und richtig einsetzen kannst, sollte es dich nicht stören, wenn sie zerfressen sind. Also die Waffen können jetzt auch durch Miasma zerstört werden, wie wir erfahren haben, ja? Interessierst du dich für ein Schwert? Da haben wir ein Soldatenschwert, ein Ritterschwert und ein Königsschwert. Sie sind etwas zerfressen, aber immer noch brauchbar. Du kannst sie haben. Mit jedem Schwert kämpft es sich anders. Ah, okay. Link, mein großes Vorbild. Ich möchte bald auch so ein guter Schwertkämpfer werden. Hä? Ja. Wenn er doch weiß, dass wir so krass sind, warum erklärt er uns das dann alles? Ich hätte gern das Königsschwert. Mit dem Königsschwert haben Ritter die königliche Familie von Hyrule beschützt. Ich habe das Gefühl, dass Gegenangriffe beim Ausweichen damit stärker sind. Meine Kampfkünste sind aber noch nicht gut genug, um dieses Schwert richtig einsetzen zu können. Ich wollte dir das hier schenken, wenn du Interesse daran hast, aber anscheinend kannst du keine Waffen mehr tragen. Wenn du es doch haben möchtest, dann mach Platz. Warte mal, das mit dem Konter ist neu, oder? Haben die jetzt also wirklich nochmal Eigenheiten zu einigen Waffen hinzugefügt? Ist ja mega geil. Aber er hat recht, wir haben keinen Platz. Ich habe auch einige neue Konstrukte erschaffen, wie ihr hier sehen könnt. Gerade bei diesen Waffen, die wir aus dem letzten Kampfschrein haben, hieß es ja, wenn man die mit Sonau-Bauteilen kombiniert, dass die dann nochmal stärker werden. Und das stimmt, teilweise habe ich da plus 9 bekommen. Die behalten wir jetzt erstmal, die Sachen, bevor wir wechseln. Aber gut zu wissen, dass wir jederzeit Schwerter holen können. Link, gut, dass ihr wieder da seid. Mein Name ist Skorpis und mir wurde die Verwaltung dieses Schwerpostens übertragen. Wenn es irgendwas gibt, das ihr über diesen Posten erfahren möchtet, fragt mich gern jederzeit. Zuerst einmal werde ich den Schutzraum für euch öffnen. Hier entlang bitte. Oh. Hey, ich bin's, aufmachen! Ey, wie genial ist das denn? Mega feierbar. Dieser Keller war einst der Schutzraum für die Königsfamilie von Hyrule, doch wir haben ihn zum Wohnquartier umgebaut. Was immer euch hier von Nutzen sein kann, steht zu eurer freien Verfügung. Ehre. Der Schutzraum.
Werter Link, willkommen, willkommen! Mein bescheidener Name ist Mondan. Ich bin damit beauftragt, als Torwächter dieses Schutzraums zu dienen. Dies ist ein Schutzraum, der von jedermann genutzt werden kann. Bitte bleibt hier, solange es euch beliebt. Er wurde ursprünglich von der königlichen Familie als Zuflucht in Notfällen verwendet. Er ist so alt, dass es hier immer irgendwas zu reparieren gibt, aber ich will mich nicht beschweren. Derzeit verfügen wir über reichlich Vorräte und das lässt sich hier recht komfortabel leben. Ich wurde damit beauftragt, als Torwächter dieses Schutzraums zu dienen. Meine ehrenvolle Aufgabe besteht darin, den Anweisungen der Vorgesetzten zu folgen und die Tür zu öffnen. Hey. Seid auf der Leiter bitte vorsichtig, wenn ihr uns wieder verlasst. Es wäre definitiv einfacher, wenn ihr direkt durch die Decke steigen könntet. Das kann ich wirklich. Nein, nein, es ist mir egal, was da unten zu finden ist. Ich werde mich sicher nie mehr in die Nähe eines Abgrunds begeben. Überall ist dieses Zeug, das Miasma genannt wird, und sobald man dem nur etwas zu nahe kommt, fällt man sofort in Ohnmacht. Es war reines Glück, dass mir ein Miasma-Spezialist schnell genug dieses Essen mit der gelben Pflanze darin gegeben hat. Nur weil ich das gegessen habe, konnte ich dem Tod von der Schippe springen. Eigentlich wollte ich für Joscha die Zähne zusammenbeißen. Sie arbeitet genauso hart wie Pura und Rubelo, obwohl sie noch ein Kind ist. Aber nach diesem Erlebnis habe ich die Nase voll von der Abgrundforschung. Jetzt bin ich zwar schon längst wieder völlig gesund, aber ich werde erstmal die Füße stillhalten und mich weiter hier ausruhen. Moment, dann gibt es jetzt wirklich so Untergrundpassagen oder was? Ja. Link, richtig? Du bist es wirklich, hm? Ich habe Lärm von oben gehört und dein Gesicht, das sieht genauso wie auf dem Plakat aus. Deswegen habe ich mich gefragt, ob es stimmt. Ah, tut mir leid. Du willst hier im Bett schlafen, ja? Könntest du vielleicht das freie Bett annehmen, hm? Ah. Nentes redet im Schlaf und das kann hier ganz schön nerven. Das Bett dort drüben, das wäre ohnehin viel besser. Nentes scheint körperlich stark abgebaut zu haben, seit er bei der Expedition in den Abgrund dabei war. Er ist zwar schon seit längerem wieder zurück, aber genesen scheint er trotzdem ganz und gar nicht. Oh. Der Kataklysmus hat auf der ganzen Welt riesige Löcher entstehen lassen. Hier in der Nähe gibt es eines unter Schloss Hyrule und eines südlich des Spähpostens, aber es ist nicht nur dunkel darin, es gibt auch komisches Zeug, das Miasma genannt wird. Man wird offenbar ganz furchtbar krank, wenn man damit in Berührung kommt. Ah. Ein Mädchen namens Joscha leitet die Erforschung dieser Abgründe. Wirklich beeindruckend, dass ihr eine so wichtige Sache anvertraut wurde, obwohl sie noch so jung ist. Digga, was? Okay. Jetzt bin ich nochmal ein bisschen mehr gehypt. Ach warte, hier sind die alle eingezeichnet, oder was? Oh? Nanu? Wer ist denn da? Hm? Oh, du hier, Link? Verzeih, ich hatte dich gar nicht bemerkt. Ich war ganz in die Karte vertieft. Hm. Sag, Link, interessiert es auch dich, wie dieses Land so beschaffen ist? Dann verrate ich dir etwas. Um die Einsätze der Monsterwehr zu planen, arbeite ich Tag um Tag an dieser Karte. Und darum, na sagen wir es mal so, im Spähposten kennt sich niemand so mit den Völkern Hyrules und deren Wohnorten aus wie ich. Oh. In Hyrule lebt eine Vielfalt verschiedener Völker. Leute wie ich und du gehören zum Volk der Hylianer. Die vier anderen Völker sind Orni, die Goronen, die Suras und die Gerudo. Sie alle leben so unterschiedlich, wie sie aussehen. Manche fliegen durch die Lüfte, andere essen Felsen, als wären es Äpfel. Hm. Und nicht nur das. Auch innerhalb der Völker gibt es je nach Siedlung große Unterschiede, etwa bei uns Hylianern. Der Stamm der Shika etwa wird oft als besonders kundig und forschungsfreudig angesehen. Viele der angesehensten Forscher und Gelehrten in Hyrule stammen aus ihren Reihen. Etwa Direktorin Pura, die Leiterin des Spähpostens. Die kennst du doch sicher schon, ne? Oh. Hyrule ist ein Ort voller Siedlungen, Dörfer, Städte. Manche noch jung, manche geradezu uralt. Es gibt neue Städte? Und was war das gerade? Erstmal hätten wir hier den Spähposten, hübsch zentral im Herzen des Königreichs gelegen. Einen anständigen Marsch von hier liegt im Nordwesten das Dorf der Orni, oben im kühlen Hebra. Tief im Südwesten in der Gerudo-Region liegt Gerudo-Stadt. Im Nordosten des Landes in der Eldin-Region liegt Goronia, die Stadt der Goronen. Und etwas östlich davon, in der Region Akala, befindet sich das Dorf Taburasa. In der Region Ranel, im Osten des Königreichs, liegt das Dorf der Soras, erhabene Heimstätte des Sora-Volks. Im Süden von Hyrule befindet sich Nikluda, wo die meisten hylianischen Siedlungen liegen. Zuerst mal gäbe es dort Kakariko, wo der Stamm der Shika lebt. Die Dorfchefin soll übrigens eine wahre Schönheit sein. Moment, Moment, Moment! Gab es einen Generationswechsel dort?
Uiui, wir müssen schnell dahin. Ich weiß ganz genau, wer da die neue Chefin ist. Dann hätten wir weit im Osten Hateno. Einst ein stilles Dörflein, doch heutzutage bekannt als Modehauptstadt. Was? Und zum Schluss ist da noch Angelstädt. Ein durch und durch ruhiges Fleckchen, besonders als Erholungsort beliebt. Viele der Städte und Dörfer wurden durch den Kataklysmus schwer in Mitleidenschaft gezogen. Und damit die Leute wenigstens nicht in Angst vor Monstern leben müssen, nehmen wir die Sache in die Hand. Die Monsterwehr bewegt sich Tag um Tag durchs Land und kümmert sich um die Sicherheit der Völker. Ich soll dir was von mir erzählen. Oh, ja. Ich bin ebenfalls ein Mitglied der Monsterwehr. Eigentlich ist es ja unser Auftrag, das Reich vor den Monstern zu schützen, die der Kataklysmus hervorgebracht hat. Doch mit Schwert und Schild kann ich nicht besonders gut umgehen, weißt du? Aber auf Karten lesen verstehe ich mich. Und weil ich das Land so gut kenne, kümmere ich mich um das Aussehen von Einheiten an ihre Einsatzorte. Das Aussenden, nicht Aussehen. Okay. Seit dem Kataklysmus wurden mehr und mehr unbekannte Monster gesichtet. Sei vorsichtig auf deinen Wegen. Ah, stimmt. Damit wird dann auch gerechtfertigt, warum es so viele neue Monster gibt. Alles klar. Ja, man bekommt hier auch jederzeit einige coole Waffen. Ja. Hoppla, bist du das, Link? Ich mache hier die ganze Zeit den Rücken krumm. Ich krieg gar nichts mehr hin. Ah, ich hoffe, du nimmst es mir nicht übel, wenn ich im Sitzen mit dir spreche. Nach dem Kataklysmus war plötzlich alles, was man auch nur annähernd als Waffe bezeichnen kann, zerfressen. Ich habe mein Bestes gegeben, das Zeug zu reparieren, aber es war hoffnungslos. Ja, genau. Kurz vor dem Kataklysmus begann so ein Zeug aus dem Boden zu steigen, das Miasma genannt wird. Das hat sich wie ein lebendiges Wesen an unsere Waffen geheftet und so wurden diese direkt vor unseren Augen davon zerfressen. Keine Ahnung, was genau da passiert ist, aber in diesen Zeiten, wo Schloss Hyrule in der Luft schwebt, ist auf den eigenen Verstand sowieso kaum noch Verlass. Ach ja, übrigens, du kannst dir gerne alles nehmen, was hier so rumliegt, ne? Auch wenn es dir in diesem Zustand wenig nützlich sein wird, da alles ein bisschen zerfressen ist, so. Okay, trotzdem Ehre, dankeschön. Ah, gibt also doch eine Quest. Ah, du bist neu hier? Ich nämlich auch. Ich heiße Burnen und ich bin hier fürs Kochen eingeteilt. Heute mache ich Obst mit Pilzen, es gibt Energie. So war zumindest mein Plan. Aber ich habe keine Äpfel mehr und ohne die schmeckt das einfach kacke. Ja, dieser süß-säuerliche Geruch. Hast du etwa einen Apfel? Ey, ist ja mal mega nett von dir. Dann lass mich den schnell für dich brutzeln. Dauert nur einen Augenblick. Übelst die mega heftige Quest. Na, das ist Obst und Pilzen à la Burnin. Sieht lecker aus, ne? Ja, schon. Unkonventionelles Gericht, bei dem die Süße des Obstes einen spannenden Kontrast zum Aroma der Pilze bietet. Na gut, das war jetzt ein bisschen dick aufgetragen. Das kann eigentlich jeder machen. Man braucht nur einen Apfel, einen Pilz und eine Kochstelle. Probier's ruhig selber mal aus. Ja, weiß ich nicht, ob das schmeckt. Sag ich dir ehrlich. Es sind dieselben Zeichen und doch ist dieser Text ganz anders als unsere jetzige Sprache. Da gibt's noch einiges zu lernen, ne? Hm? Größe, Körperbau und der rechte Arm. Du musst links sein, oder? Pura hat mir alles von dir erzählt. Ich bin Resian. Mein Spezialgebiet ist die Erforschung des Altheilianischen. Hm. Und damit meine ich nicht die Texte auf den Kranzruinen, sondern etwas anderes. Es geht um die Sprache, die zur Zeit der Gründung von Hyrule verwendet wurde, die Grundlage unserer jetzigen Sprache. Diese Bücher sind in jener alten Sprache verfasst, deswegen kaum jemand in der Lage sein dürfte, sie zu lesen. Nun ja, mehr gibt's von meiner Seite leider noch nicht über das Altalianische zu berichten. Aber eins werde ich im Forschungsinstitut in Kakariko ganz sicher faszinierende Ergebnisse präsentieren können. Auch ein interessanter Typ. Drei Hinweise für Forscher. Die seltsamen felsenförmigen Gebilde, die nach dem Kataklysmus plötzlich erschienen, werden Schreine genannt. Man rechnet sie aufgrund ihres Aussehens der Sonau-Zivilisation zu, aber man weiß nichts genaueres. Wer vom Himmel gefallene Ruinen erforscht, wozu auch Schreine gehören, sollte genau auf die Umgebung achten. Also auch auf den Himmel! Wo sind eigentlich die alten Schreine hin? Nach dem Kataklysmus taten sich große Löcher im Boden auf, denen Miasma einströmt und die man Abgründe nennt.
Miasma ist äußerst gesundheitsschädlich, daher sollte direkter Kontakt unter allen Umständen vermieden werden. Bei Unwohlsein durch die Effekte von Miasma bitte unverzüglich den Abgrund verlassen. Vor Betreten eines Abgrunds muss die Erlaubnis von Joscha, der Leiterin der Abgrundforschung, eingeholt werden. Ja, ich glaube, man kommt da nicht einfach so runter. Da braucht man bestimmt irgendwelche Rüstungen oder Nahrungsmittel. Unsere Gruppe wurde von Prinzessin Zelda gegründet und mit der Erforschung der Geschichte Hyrules beauftragt. Zu diesem Zweck studieren wir Ruinen und alte Dokumente unter einem archäologischen Gesichtspunkt. Im Zuge des Kataklysmus fiel eine große Anzahl an Ruinen der Sonau-Zivilisation vom Himmel. Eventuell können wir die Hypothese beweisen, dass die Zivilisation dieses rätselhaften Volkes am Himmel erblühte. Unserem Vorsitzenden, Tauro, verdanken wir dabei erste große Erfolge beim Entschlüsseln von Sonau-Schriftzeichen. Aktuell konzentrieren sich unsere gesamten Anstrengungen auf die Erforschung der Sonau-Zivilisation. Alle Forschungsergebnisse werden an die Spezialisten in unserer Forschungsbasis in Kakariko weitergeleitet. Okay, also es gibt mehrere Gründe für uns, nach Kakariko zu gehen. Ich dachte gerade, die hat noch eine Quiz. Es sind überall vorher verborgene Überreste der Sonau-Zivilisation aufgetaucht. Jetzt ist die Zeit zum Handeln für die Sonau-Forschungsgruppe gekommen. So sollte es zumindest sein. Aber ich sitze hier auf Abruf herum. Dabei bin ich perfekt vorbereitet. Ich kenne die Regeln der Forschungsgruppe auswendig. Und auch bei den Neuigkeiten in jeder Region bin ich auf dem Laufenden. Ich bin zu 110% einsatzbereit. Kälteeinbruch bedroht Orni. Die Orni bestimmen derzeit die Schlagzeilen. Also, die Orni leben in, ich bin mir sicher, es ist die Hebra-Region. Dieser Ort liegt in den Schneefeldern im Nordwesten von Hyrule. Manche wollen dort nicht forschen, weil es zu kalt ist. Man braucht aber nur die passende Ausrüstung und Medizin für Kälteschutz. Und im Gasthaus kann man in einem flauschigen Daunenbett schlafen. Verflixt, auf Abruf zu sein, ist auch eine wichtige Aufgabe. Das ist mir schon bewusst, aber ich will los und forschen. Naja, das können wir dann machen, wenn es soweit ist. Im Kleeblatt-Kurier von heute steht, mysteriöse Schreine über Nacht aufgetaucht. Aufgrund von Verschiebungen durch den Kataklysmus sind auf der ganzen Welt Schreine erschienen. Angeführt von Pura beginnt die Sonau-Forschungsgruppe damit, dies vor Ort gründlich zu untersuchen. Nanu, diese Zeitung ist wohl doch nicht mehr ganz aktuell. Ah, dich kenne ich ja. Wunderbar, ich freue mich über jedes bekannte Gesicht. Du kannst ruhig alles in diesem Schutzraum nach Belieben verwenden. Aber mach hier keinen Dreck, das wäre nicht gut. Noch mehr Staub kann ich nicht gebrauchen. Ich putze hier schon eine kleine Ewigkeit und es liegt trotzdem noch überall Staub herum. Wo in aller Welt kommt dieser ganze Staub überhaupt her? Jaren, ja, sie kommt mir auch bekannt vor. Ich kann sie aber gerade nicht zuordnen. Wisst ihr es noch, Leute? Schreibt's mir gerne. So, damit hätten wir hier, glaube ich, fürs Erste alles gesehen. Aber wie wir wissen oder ahnen können, wird dieser Ort noch ein paar Mal eine Rolle spielen. So, dann würde ich jetzt ganz gerne noch diese eine Ruine erkunden wollen. Oder was auch immer das ist. Und dann war es das tatsächlich schon. Also heute halt mal ein Story-Part, kann man das so sagen? Ein atmosphärischer Part, bei dem wir einfach mal ein bisschen mit Leuten gesprochen haben. Auch das gehört dazu. Auch das muss sein. Ihr könnt das natürlich alles ignorieren, aber ist das wirklich das, was ihr wollt? Also ich nicht. Hä? Der lebt ja. Ach so, das ist nur eine Batteriemaschine. Naja, gut. Ich dachte, es wäre was Besonderes. Ja, dann geht es das nächste Mal weiter Richtung Schloss Hyrule. Wir sollen ja unterhalb mit dem Forschungstrupp sprechen und da ist auch schon der nächste Schrein. Wunderbar. Aber schade, dass hier noch alles zerstört ist. Wie in BOTW. Naja. Danke fürs Ansehen. Bis bald.